Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Desolate. YOLO. Wir wollten jetzt. Alter, warum leckt das? Hör auf zu laggen. Wir wollten jetzt dem Doktor helfen und das machen wir jetzt einfach mal. Das machen wir am besten mit der Axt. Weil die können wir ihn schön in dem Schädel rammen. Dem Doktor. Dann haben wir ihm geholfen. Dann sind wir die besten Menschen der Welt. Also die Ausdauer ist wirklich um einiges besser, habe ich den Eindruck. Tatsache. Also so wirkt es zumindest auf mich. Wirkt. Ich würge. Kann ich jetzt hier wieder Sachen durchsuchen? Normalerweise habe ich ja Gewicht verloren. Ich habe abgenommen. Darum müsste das ja eigentlich wieder gehen. Och nö, das Glitzerzeugs. Ich wollte zum Feuer. Und da ein bisschen gucken. Werkzeugkasten. Nehme ich alles gerne mit. Theoretisch könnte ich jetzt sogar noch zurücklaufen und es wieder ablegen. Mache ich aber nicht. Aus Gründen. Weil warum sollte ich jetzt hier die ganze Zeit hin und her laufen? Das ist ja auch nicht so das Wahre. Ich hoffe, das Glitzerzeug bleibt da oben. Okay, scheint alles sicher zu sein. Ja, glitzer du ruhig vor dich hin. Kann man hier eigentlich den Sound in den Optionen ein bisschen höher drehen? Ja. Weil für mich ist es sehr, sehr leise. Ich drehe mal nur ganz bisschen rauf. So. Ich glaube, jetzt ist es etwas lauter. Ich habe es halt lieber ein bisschen zu leise, damit ihr mich besser hören könnt. Schnell Lampe ausmachen. Und einen anderen Weg wählen. Jetzt kann ich die Lampe, glaube ich, schon wieder anmachen. What the fuck? Warte, ich drehe die Lautstärke noch ein bisschen höher. So, aber viel höher sollte ich sie nicht mehr machen. Ach nö, das ist wieder so eine rote Kugel. Ich habe immer noch nicht verstanden, was die roten Kugeln machen. Ich bin nicht alleine. Oder? Bin ich alleine? Oh, ich bin im Glitzerzeug. Ach du Scheiße. Ja, genau deswegen. Kann ich hier irgendwo durch? Scheiße. Verdammte Axt. Reparieren Sie den Phänomenal für schnelle Fortbewegung. Was? Was soll ich reparieren? Ist egal, ich bewege mich schnell genug. Ich will halt immer wissen, was machen diese roten Dinger. So, ich glaube, hier bin ich einigermaßen safe. Holzkiste. Ja, nehme ich erstmal. Ein Stacheldraht. Was auch immer man den braucht. Oh ja, Jackpot, Leute. Die Dinger, ich weiß nicht, muss man die sich weiter anschauen oder? Naja, ich gehe einfach mal. Wünscht mir Glück, Leute. Ich werde sterben. Bye bye. Ja, das war's. Ich bin wohl ziemlich tot. Ich weiß, wir sind schon mal in so ein Ding reingelaufen, aber ich weiß nicht mehr, was da passiert ist. Habe ich schon wieder alles vergessen. Ich glaube, irgendwas sehr Komisches ist da passiert. Darum kann es nicht schaden. Ja, doch, kann schon schaden, weil vorher waren wir nur 1000 Meter entfernt und jetzt sind es 1600 Meter von unserem Ziel entfernt. Also schadet doch schon ein bisschen. Ja, geil. Wo bist du denn? Komm her, du Drecksvieh. Wo bist du? Aua. Wow, Slenderman! Fuck you! Wo bist du, du Scheiße? Ich hau ab.
Tschüss. Flughafen? Ja, nice. Ich bin am Flughafen. Das heißt, ich bin tot. Das war echt die blödeste Idee, die ich je hatte, wie es aussieht. Oh Gott. Lass mich bitte in Ruhe. Das Viech muss unglaublich schnell sein. Das kann, habt ihr das gesehen? Das kann sich teleportieren oder so ein Scheiß. Uhu. Alles klar, zum Flughafen gehe ich nicht. So, wo bin ich hier gelandet, Alter? Ich glaube, das ist noch alles etwas zu krass für mich, oder? Das scheiß Drecksvieh. Oh, wir hatten Besuch vom Slenderman. Freut euch, Leute. Ja gut, mit dem werde ich vielleicht gerade noch fertig. Okay, sein Panzer ist weg. Kann ja also auch eine Art Schutzschild haben, das ist ja cool. Oh ja, habt ihr das gesehen? Ich habe aus der Defense rausgeschlagen. Fuck, da ist noch einer. Fuck you, Leute. Was wollt ihr von mir? Verpisst euch. Geht weg. Schlagt euch gegenseitig. Hau ab. So. Oh, super toll. Ich brenne. Ich sollte vielleicht was dagegen tun, dass ich brenne. Was kann ich dagegen tun? Ich kann mich mit Alkohol übergießen. Das kann ich machen. Ja, ich esse mal schnell was. Wegen Gesundheit und so. Ich weiß nicht, ob ich immer noch brenne. Ist mir auch egal. Ich bin nur froh, dass ich alle losgeworden bin. Ach du Scheiße. Die Axt musste ganz schön was aushalten, ey. Gesundheit. Und was haben wir hier noch? Noch mehr Gesundheit. Alter, brenne ich etwa immer noch? Das hört sich danach an. Oh, willst du mich verarschen? Geh einfach, Mann. Geh einfach. Lass gut sein. Ich glaube, der hat eine Schusswaffe. Ja, der hat eine fucking Schusswaffe. Ich bin weg. Ich bin weg. Au, Drecksack. Drecksack, du scheiß Arschloch, Alter. Geh sterben, geh verrecken. Irgendwas ist schon wieder hinter mir, Mann. Ach, fuck. Wird das noch was? Nee, 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 nee. So kriegst du mich nicht. Aber gleich kriegst du mich. Dummkopf. Oh, ich krieg seine Waffe. Ja, geil. Und eine neue Axt. Alles meins. Boah, schnell heilen. Und zwar diesmal heftig heilen. Was nehmen wir denn? Gesundheit hier. Und noch was zum Futtern, das haben wir uns jetzt auch verdient. Oh, willst du mich verarschen? Schon wieder ein neuer Feind. Schaufel. Axt. Was haben wir hier? Pistole. Okay, jetzt habe ich die Pistolenmunition natürlich abgelegt. Ach, das war sogar der Häuptling. Steht da zumindest. Wo ist die Axt? Da ist die Axt. Willst du kämpfen? Ich glaube, das ist ein Neutraler, ja. Nee, Alter, mit den dreien, da lege ich mich jetzt nicht noch an. Ich bin noch nicht bescheuert. Gehe ich schön außen rum.
Können die noch so viel Beute haben? Da gehe ich außen rum. Ich sollte vielleicht mal was trinken. Hier trinkt man das. Das macht auch Stress weg. Alter Verwalter, was geht hier ab? Greift er mich aus dem Nichts heraus an, der dumme Arschloch. Der dumme Arschloch. Alter, warum muss ich denn da lang gehen? Ah nein, muss ich gar nicht. Gut. Hat sich tatsächlich sehr gelohnt, dass ich meine Ausdauer verbessert habe, weil so konnte ich viel mehr zuschlagen. Das hat man schon ein bisschen gemerkt, finde ich. Darum ganz gut so. Und auch Gesundheit erhöhen hat auch einiges gebracht. Was war das denn jetzt? Ach, das war so ein Ding. Okay, das habe ich natürlich nicht gesehen. So ein komisches Dings halt. Was haben wir hier drin? Oh ja, Gesundheit. Geil. Nehme ich alles. Nehme ich alles. Ich muss mich heilen. Muss mich heilen. Ich habe halt wirklich wenig Sachen, die viel Gesundheit regenerieren. Das ist sehr interessant. Eigentlich nicht, weil das bedeutet, das ist nicht gut. Ja, natürlich. Natürlich, irgendwas zieht mir wieder Energie ab. Ja, Alter, jetzt geh doch mal weg, du scheiß Ding. So ein scheiß Sturm oder Wirbel oder sonst irgendwas. Das lässt mich nicht in Ruhe. Jetzt werde ich vom Wind einfach getötet. Jetzt wollte ich Naturkatastrophe sagen. Aber das ist jetzt auch nicht der Fall. Alter, was ist denn das? Ich bin doch außen rum gegangen. Ja, genau. Was ist das? Nee. Das bringt mich um. Ich bin schon wieder fast tot. Dabei habe ich mich gerade erst geheilt. So, einfach alles mal mitnehmen. Nee, Alter, ich verreck hier die ganze Zeit, wenn ich dort in diese Fallen reinlaufe, die mir hier von der Natur gestellt werden. Ein Glitzerzeug, Wind, der mich umbringt. Jetzt kommt davon auch noch ein Tier. Ah, hör auf zu laggen, nicht jetzt. Ja, ich muss was essen. Auch wenn ich wahrscheinlich gar keinen Hunger habe, weil so viel Hunger kannst du gar nicht haben. So. Jetzt bin ich wenigstens wieder ein bisschen fitter. Gott, ich gehe lieber so an dem vorbei. Da ist schon wieder ein Viech irgendwo gewesen. Alles klar. Ja, natürlich, 50 Meter große Pilze, ja, nee, ist klar. Die werde ich essen. Ist bestimmt gesund. Die werde ich ja gar nicht automatisch verseucht oder sowas, nein, nein. Natürlich nicht. Warum denn auch? Alter, Pilzwald. Sterbe ich, wenn ich da runterspringe? Ich bin mir nicht sicher. Darum lasse ich es lieber. Okay, ich muss erstmal einen Weg da runter finden. Ha. Wie komme ich da runter? Ah, okay, so komme ich da runter. Hier ist keiner in der Nähe. Bitte, lasst mich in Ruhe. Ich schaue gerade nur, weil die haben mich jetzt überraschend lange in Ruhe gelassen. Und das kann auch gerne so bleiben. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Könnt ihr gerne weiter so machen. Alter, was ist das für... Wirklich, in echt würde ich niemals in so einen Wald gehen. Da würden mich keine 10.000 Pferde hinkriegen.
meine, schaut euch das doch mal an. Ich würde hier nicht mal rausgehen in dieser Welt. Ich meine, also wirklich, diese... Nee, das ist doch dumm. Hier ist nix. Gehen wir mal hier runter in den Atomschutzbunker. Das ist, scheint mir sicher zu sein. Natürlich. Natürlich ist das sicher. Und hier ist einfach gar nichts. Ist nur so da, dass man sich hier verstecken kann, oder was? Okay. Ja, warum nicht? Kann man natürlich machen. Einfach so ein kleines Versteck. Falls man das mal braucht, das ist nicht schlecht. Oh. Ja. Okay. Wie komme ich denn jetzt da runter? Kann ich hier springen? Das sieht nicht so tief aus. Ja, ich glaube, hier kann man springen. Ich glaube, das ist gut. Warte mal, ich muss mal kurz ins Inventar schauen. Irgendwas stimmt da anscheinend nicht mit mir, sehe ich gerade. Offene Rippe. Schweres Trauma. Ah ja. Fraktur. Irgendwas. Schweres Trauma. Ich habe viele schwere Trauma. Schwere Krankheit habe ich. Oh. Ich bin krank. Dann tue ich doch mal was dagegen. Heilt Krankheit leicht. Heilt Krankheit alles. Also scheißegal, was für eine Krankheit ich habe. Gut, dann muss ich das nehmen, weil ich bin krank. So, ich hoffe, das hat geholfen. Oh, schaut euch meine Gesundheit an, Leute. 69% ist das wieder voll. Ach, das hat einfach alles geheilt. Also auch meine ganzen Traumata und all. Ja, krass, ey. Warum gibt es sowas nicht in echt? Warum nicht? Wir brauchen sowas. Hat einfach alles geheilt, scheißegal was. Ich habe nicht gedacht, dass es alles heilt. Also ich habe gemeint, es heilt nur Krankheiten und keine Traumata oder sowas. Das ist ein Feind. Ich will gar nicht gegen so viele Feinde kämpfen, wenn ich ehrlich bin. Das ist, glaube ich, ein Beutetier. Ja, das ist ein Beutetier. Denke ich. Aber irgendwas hat mich gesehen und greift an. Oder auch nicht. Ich bleib mal hier im Tarnmodus. Und rüste vielleicht sogar eine andere Waffe aus. Weil die Axt, die hat schon einiges mitgemacht. Bleib bitte einfach da stehen, okay? Ich will dir nichts tun. Du bist süß, ich will dir nichts tun. Ich hab dich lieb. Darum, wir müssen nicht kämpfen. Ja, war anscheinend eine sehr erfolgreiche Fahrt, ne? Hat nicht mal irgendwelches Zeug für mich dabei. Ja, nee, ist klar. Das ist ein fetter Bär. Schläft er? Okay, ich muss die Lampe ausmachen. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich die Lampe noch anhab. Ich muss da reinkommen. Ach nee, muss ich gar nicht. Oh, Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen, ich muss da reinkommen, ohne dass der Bär mich bemerkt. Aber wenn ich da gar nicht rein muss, dann gehe ich da auch nicht rein. Weil das ist ein scheiß fucking mutierter Bär. Da habe ich echt gar keinen Bock drauf. Nee, nee, nee. Alter. Was ist hier los? Was ist das? Ich glaube, ich muss hier lang, oder? Ich schau mal schnell. Wo muss ich denn überhaupt hin? Da, boah. Das ist... Warte, D6 war das, oder? Ja, genau. Das ist schon noch ein ganz schönes Stück. Gehe ich mal hier lang. Ich
Ich glaube, ich kann wieder normal laufen. Also ich schätze mal, wir werden jetzt die ganze Folge... Aha, neuen Ort entdeckt. Mit Wandern verbringen. Oh. Das mache ich doch direkt. Warte, wie war das? Da, Perks, genau. Perks ansehen. Läuferstufe 2, Gesundheitsstufe 2 und Pelegamatika. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Tief einatmen, ausatmen. Ah ja, Probleme lassen sie kalt und richten weniger Schaden an. Naja, das war das mit dem Stress. Ich nehme lieber Gesundheit. Ich glaube, ich nehme lieber Gesundheit. Das ist deutlich besser. Fänger steigert, je weniger Schläge sie fangen. Sie können ausweichen. Ah ja. Beim Kauf 15 Chance, dass sie bei der Herstellung des Bauteils einen ebenso dazu erhalten. Oh, cool. In dem Fall nehme ich das mit dem Ausweichen. Und wie kann ich hier eigentlich Sachen... Ach ja, genau, dafür brauche ich was anderes, glaube ich. Genau, das geht hier vermutlich nicht. Doch, ich kann hier auch Sachen herstellen. Oder was? Ja gut, im Moment sieht's da eher nicht so gut aus. Gut, Gesundheit ist erhöht. Und vielleicht sollte ich meine Taschenlampe wieder verwenden, dass es nicht ganz so dunkel ist. Leute, Leute, wir können es schaffen. Es sind nur noch 700 Meter, knapp. Ich will mich nicht zu schnell fortbewegen, weil sonst kann es sein, dass mich vielleicht einer sieht und ich den nicht sehe. Und Essen ist gut. Einfach, weil ich mich halt so schnell bewege, versteht ihr? Ich bewege mich dann so schnell, dass ich nicht alles sehen kann. Ja, nee, ist klar. 50.000 Kilometer in den Abgrund. Und ich gehe hier jetzt auch noch lang. Ja, sterben sollst du nicht unbedingt. Ja. Ich bin schlau. Alles klar. Da, geschafft. Ich weiß nicht, ob es hier Fallschaden gibt und ich will es auch nicht herausfinden. Ich habe das Häuschen da hinten schon gesehen, aber ich gehe kein Risiko ein. Ich gehe immer schön weiter Richtung Ziel. So wie sich das gehört. Leck mich am Arsch. So. Sind wir schon mal hier? Also wir sind schon echt weit gekommen. Jetzt zu sterben wäre ein bisschen beschissen. Ich hoffe auch, dass es hier irgendwann mal so eine Art Schnellreisesystem oder sowas geben wird. Damit wir hier nicht immer zigtausend Kilometer laufen müssen. Oh, hier sind Tomaten. Oder? Nee, das ist was anderes. Ah, eine Aubergine. Ja, geil. Er ist eigentlich auf den Namen gekommen. Aubergine. Oder Aubergine oder keine Ahnung, bla. Auf jeden Fall. Das ist ein komischer Name. Wie kommt man auf sowas? Da hinten leuchtet was? Ach ja, das sind... Hä? Warum? Da gehe ich nicht lang. Da ist auf einmal alles schwarz-weiß geworden. Da bleibe ich schön weit weg von. Okay, ich renne einfach schnell durch. Warum auch immer das jetzt passiert, ich bin einfach schnell ratzfatz durch. Ach man. Boah, Alter, ich werde doch nicht hier den ganzen Weg außen rum gehen. Warum wird es hier schwarz-weiß auf einmal? Das ergibt gar keinen Sinn irgendwie. Ne? Sieht auch irgendwie komisch aus. Ich glaube, der hat ja auch noch nicht so wirklich geladen. Denn, da ist ein Feind. Hallo.
Ja, natürlich. Ganz vergessen. Ja, warum kann ich jetzt nicht laufen? Natürlich, kaum sind Feinde in der Nähe, schon werde ich von allen Seiten angegriffen. Ist ja logisch. Bin ja nur ich. Hier ist nix. Gar nix. Okay, da war schon einer vor mir da. Hi! Ich will echt gar kein Risiko eingehen am besten. Ja, jetzt hat er mich eh schon erkannt. Alles klar. Geh kacken, du Arschloch. Wie ging das mit dem Ausweichen? Ich krieg's irgendwie nicht gebacken. Nö, sehe ich gar nicht. Nein, hör auf. Lass es. Du sollst es lassen, Mann. Ich hab gesagt, hör auf. Wenn du mich schlägst, dann schlage ich zurück, du Arschloch. Ist doch klar. Ja, obwohl, der ist ein bisschen komisch. Vielleicht checkt er das nicht. Die Waffen hier nutzen sich aber auch echt schnell ab. Hör auf zu lenken, habe ich gesagt. Nein, hier ist auch nichts. Oh Mann. Hier kriege ich aber nicht besonders viel auf so einer langen Reise. Eigentlich müsste ich schon lange mit Zeugs voll sein. Aber irgendwie... Nö. Das Spiel denkt sich so, nö. Weit ist es nicht mehr. Wir haben es fast geschafft. Hoffentlich schaffen wir es noch bis zum Ende der Folge, bis dorthin. Alter, was ist denn das? So ein Riesenabgrund. Hier ist alles abgesperrt. Normalerweise würde ich mir das jetzt anschauen, aber ich will es noch möglichst dahin schaffen. Komm schon, ich krieg das noch hin. Alter, wo ist denn das? Muss ich hier lang? Sieht da noch aus. Okay, da muss ich wieder aufpassen, das Glitzerzeugs. Aber sonst dürften da keine Gegner sein oder sowas, weil alles voll mit Glitzerzeugs. Die verteilen irgendwie Stromschläge oder sowas, ich weiß es auch nicht. Alter. Voll das fette Gebäude, aber da werden auch Feinde drin sein, also gehe ich da nicht rein. Oder? Hallo, tschüss. Bin weg. Ich will jetzt nicht sterben, weil sonst war alles umsonst. Alter, ich bin jetzt diese Folge nur rumgelaufen. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Schon wieder so ein Abgrund. Nein. Nein. Oh, da hinten ist einer. Da ist einer, das darf ich nicht vergessen. Wir schaffen es. Noch 80 Meter. Alter, wie groß ist das Spiel? Leck mich am Arsch. Kann man ja ewig laufen. Ich bin jetzt halbe Stunde lang nur gelaufen. Ich sollte vielleicht meine Taschenlampe ausmachen, wenn ich nicht so einfach entdeckt werden will. Ja, Tagebuch aktualisiert. Boah, was ist denn jetzt? Die Kuppel mit der Vanoga finden. Mit der Vanoga, alles klar. Stress, ja, ich bin gestresst, alles klar, passt, ist gut. Ja, nee, Leute. Wisst ihr was? Ich denke, das machen wir in der nächsten Folge. Mein Ziel ist erreicht. Ich wollte hierher kommen und das habe ich geschafft. Und darum sage ich einfach, hoffentlich hat es euch mal wieder Spaß gemacht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.